Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich was mache, mache ich es mit 100% und mit 100% Leidenschaft. Du glaubst noch an den Aufstieg? Ja, mit jeder Faser. Ich glaube, wenn du selber nicht dran glaubst, kann kein anderer da draußen dir das auch abnehmen. Ja, also ich sitze hier, kriege immer Gänsehaut. Ich finde, das Thema ist ein sehr schweres Thema. Ja, für mich ist es ein unglaublicher Mensch gewesen. Und man sagt immer, die Besten gehen am frühesten. So, in dem Fall ist es, glaube ich, so. Und hat uns, glaube ich, ja, eine Aufgabe und ein Vermächtnis und einen Weg aufgezeigt. Herzlich willkommen auf unserem @broski YouTube-Kanal. Und wie ihr seht, sitze ich hier heute mal wieder für euch für ein kleines Interview. Und wenn wir uns einen der absoluten Starspieler der zweiten Bundesliga für so eine @broski-Show angeln, dann macht er natürlich auch bei uns ein Interview. Und damit sage ich herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast, Fabian Rehse. Danke auch. Schön, dass du hier bist. Ja, wollte ich gerade sagen, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ah, es tut mir leid, Schlechter Interviewpartner hier. Ja, kein Problem. Bist du denn gut hergekommen, mein Lieber? Einmal quer durch die Stadt, aber im Feierabendverkehr, kennt man es in Berlin, kommt man nicht ganz so schnell voran, aber es passt. Du warst ja jetzt schon in Kiel, du bist jetzt in Berlin neuerdings, hast ja auch in NRW eine Zeit lang gespielt. Wie lange dauert das, bis man sich an so eine Großstadt gewöhnt? Ich finde, an Berlin ist das Krasse, dass man in jedem Stadtteil wie eine eigene Stadt hat und dass man dann manchmal aus seinem Bezirk gar nicht, wenn man nicht unbedingt muss, rauskommt. Und wenn man aber in den nächsten Bezirk kommt, ist man wie in einer anderen Stadt. Und von daher hat man seinen Bezirk relativ schnell so überschaut. Aber die anderen ganzen Bezirke bin ich immer noch nicht durch. Und bis man da, glaube ich, ohne Navi komplett durch die Stadt fahren kann, muss ich ein paar Jahre leben. Was ist dein Bezirk? Charlottenburg. Und du hast auch den Charlottenburger Vibe schon angenommen? Ja, also mir war es wichtig, dass ich eigentlich relativ schnell mit dem Fahrrad oder mit dem Auto innerhalb von 10 Minuten zum Trainingsgelände fahren konnte. Und deshalb war Charlottenburg naheliegend, Westend war noch eine Möglichkeit. Sonst hätte ich auch noch ein paar andere Stadtteile ganz interessant gefunden, aber ja, von daher passt das. Jetzt habe ich mit Berlin tatsächlich nicht so viel zu tun, außer dass ich meine Show hier mache, ab und zu. Und wir haben wahrscheinlich auch ein paar Zuschauer, die dieses ganze Stadtbezirk-Ding aus Berlin nicht so kennen. Was ist denn so charakteristisch für Charlottenburg? Also was hat sich da am Ende neben der Entfernung für dich hingezogen? Weil du hast ja gesagt, das hat alles irgendwie so ein bisschen, jeder Bezirk hat so seine eigenen Charaktereigenschaften. Warum ist dann Charlottenburg bei dir geworden? Ist ja auch so ein kleines Politikum bei Berlin. Ja, oder? Schwierig zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass der Altersdurchschnitt eher ein bisschen höher ist. Es sind viele Altbauten. Mir war ganz wichtig, eigentlich Stuck in der Wohnung zu haben. Eine schöne Altbauwohnung haben wir da gefunden und schöne Restaurants, kleine Cafés, kleine Läden. Kann man gefühlt vor die Tür gehen. Ist jetzt nicht extrem Party oder immer was los, sondern wenn du was erleben möchtest, kannst du in die anderen Stadtteile fahren. Da hast du ziemlich deine Ruhe. Und ja, ist nicht so das Gefühl, dass du überall extrem hohe Bauwerke hast, sondern hast einfach wie so eine Kleinstadt. Du hast Cafés angesprochen. Bist du ein Kaffeetrinker? Ja, trinke ich sehr gerne. Siebträger, oder? Eine Siebträger. Man sieht das richtig, wenn jemand mit so einer Siebträgermaschine zu Hause auch über Kaffee redet. Ich finde, man sieht das immer direkt. Genau, und von daher gibt es da gute Cafés. Von daher haben die unterschiedliche natürlich Präferenzen, wie sie den Kaffee kreieren. Aber da haben wir schon ein paar schöne Cafés gefunden. Lass uns mal ein bisschen zu deinem sportlichen Hier und Jetzt kommen. Jetzt, wo wir das aufnehmen, hast du gerade 3 Scorerpunkte gegen Schalke gemacht. Bis jetzt diese Saison richtig durchgestartet. Aktuell auch Top-Vorlagengeber der zweiten Bundesliga. Wie erklärst du dir selber, dass du dich innerhalb von so kurzer Zeit bei Hertha ja nicht nur durchgesetzt hast, sondern auch zu vielleicht dem wichtigsten Spieler der Mannschaft gemausert hast? Also grundsätzlich war mein Ziel im letzten Winter schon zu Hertha zu kommen, in die Bundesliga zu wechseln, dann im Sommer in die Bundesliga zu gehen. Das hat sich alles ein bisschen anders herausgestellt dann am Ende. Sorry, dass ich einhake, aber dementsprechend war dann der Kontakt auch schon früh zu Hertha da, oder? Ja, der war schon sehr früh da und wollte unbedingt auch im Winter das schon machen. Ja, dann eine gute Saison bei Kiel gespielt mit ordentlichen Scorerwerten, auch über 20. Und dann ja, zu Hertha gekommen und in einem Moment, glaube ich, wo die Stimmung auf dem Nullpunkt war, wo ja, viele Jahre hinter den Lagen, wo wenig Erfolge gefeiert worden sind, wo es an Identifikationsfiguren, an Leuten, die 100% Leidenschaft auf dem Platz, neben dem Platz, für den Verein, für die Stadt geben, gefehlt hat. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich was mache, mache ich es mit 100% und mit 100% Leidenschaft. Das habe ich von Anfang an
so auf dem Platz und neben dem Platz gezeigt. Und die Leute haben es honoriert und haben mir sehr viel Zuspruch seit dem ersten Tag gegeben. Und dann ist da eine Symbiose entstanden, ist dann ja fast schon ein Kult irgendwie zwischen Fans und mir entstanden, dass ja, dann im richtigen Moment irgendwann nach einem schlechten Start im richtigen Moment die Tore geschossen, Tore vorgelegt und ja, dann nahm so das, die schöne Geschichte seinen Lauf. Man sieht das bei dir richtig, du hast so ein richtiges Funkeln im Auge, wenn du über Hertha sprichst. Ne? Also auch, wie du es gesagt hast, du hast dich auch so ein bisschen in die Stadt und in den Verein verliebt, oder? Ja, also ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt meine letzten, wie viele Monate sind es, 9 Monate sehen würde. Den Start haben wir uns alle anders vorgestellt und dann aber so eine 9 Monate erleben darf mit den persönlichen Erfolgen, mit den Momenten, die die Leute einem gegeben haben, die Leidenschaft, den Zuspruch und die Spiele mit dem Trainerteam, mit den Mannschaftskollegen, mit dem ganzen Verein, dann kann man nicht anders als Funkeln in den Augen haben, weil das ist weit mehr, als ich hätte erwartet, dass ich entgegengebracht bekomme. Und von daher, es war Liebe auf den zweiten Blick. Jetzt hast du ja von deinen 9 Monaten bei der Hertha gesprochen. Und zwischen dir und den Fans scheint das natürlich eine absolute Liebesbeziehung zu sein. Trotzdem seid ihr ja logischerweise mit dem Ziel Aufstieg klar in die Saison gegangen oder zumindest vielleicht noch ein bisschen weiter in Schlagdistanz zu sein, ein bisschen näher dran zu sein. Jetzt habt ihr eine Saison, die wirklich auf und ab einfach nur durchgängig durchleben müsst. Also ihr kommt im Pokal sehr weit, fliegt dann aber irgendwie bei einem Spiel raus, wo man sich denkt, muss eigentlich dann schon der Anspruch sein, gegen einen anderen Zweitligisten da weiterzukommen. In der Liga sind dann immer mal wieder gute Spiele dabei, dann gibt es wieder Rückschläge. Wie kannst du dir das erklären, dass ihr da nicht so richtig in die Erfolgsspur geratet? Ja, also Konstanz ist, glaube ich, das Zauberwort und es ist das Schwerste, was du erreichen kannst. Wir haben, glaube ich, einen riesen Umbruch im Sommer gehabt. Keiner wusste, wie schnell es funktioniert, wie schnell verstehen wir uns auf dem Platz, wie lange dauert es wirklich. Dann sind wir schlecht in die Saison gestartet, haben dann eine Phase von 10 Spielen gehabt, ungeschlagen, haben dann gerade wahnsinnig gute Spiele vor Weihnachten gehabt, hatten dann im Winter ein bisschen Pech mit ein paar Verletzungen, ein paar Krankheitsfällen, sind schlecht in die Rückrunde gestartet. Ja, und dann haben wir, ich glaube, in einer Woche viele Punkte liegen gelassen, im Pokal sind wir ausgeschieden und man muss ganz ehrlich sagen, da haben wir sehr viel Chancen vertan für einmalige Geschichten. Und haben wir in den letzten Wochen ein paar Mal Momente gehabt, wo wir hätten so den Step nach oben gehen können, so wirklich in Schlagdistanz kommen. Das ist uns nicht gelungen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir 7 Punkte weg sind, glaube ich, vom 3. Platz, anstatt vielleicht 1 oder 2 oder sogar vielleicht auf dem 3. Platz stehen. Es sind Nuancen, die da entscheidend sind. Und wir haben ein sehr junges Team. Und das ist in welchen Momenten klar auch so, dass man sagt, okay, das kostet uns mal einen Punkt. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch 8 Spiele und 7 Punkte Rückstand. Für mich ist das rein rechnerisch nicht illusorisch und es ist nicht irgendwie, dass man sagt, okay, das ist unmöglich. Von daher werde ich einen Teufel tun und sagen, irgendwie, ich schreibe irgendwas ab. Jetzt hast du mir meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Also, du glaubst noch an den Aufstieg? Ja, mit jeder Faser. Ich glaube, wenn du selber nicht dran glaubst, kann kein anderer da draußen dir das auch abnehmen, daran zu glauben. Wenn ich jetzt sage, okay, also ich glaube nicht mehr daran, dass wir hochgehen und dann, wie soll ich die Spiele angehen? Ja, okay, wir sind dabei. So, ich sage, gewinnen wir jedes Spiel, haben wir eine sehr große Chance. Dass das eine sehr große Aufgabe ist, dass wir viele Spiele gewinnen müssen und dass es eine Riesenserie ist und dass, wenn wir von Wahrscheinlichkeiten reden, wahrscheinlich andere eine größere Wahrscheinlichkeit haben. Aber Fußball ist kein Mathe. Von daher, da kommen Momentum zusammen, wo man einfach sagt, okay, jetzt haben die einen Flow und da wollen wir uns reinarbeiten und dann mal schauen, was noch geht. Und du bist ja vor allem eigentlich auch ein kleiner Zweitliga-Experte. Bist ja jetzt schon einige Jahre auch mit Holstein Kiel dann eben in der Liga gewesen. Kennst die Tücken dieser Liga. Für die Leute, die vielleicht jetzt die zweite Liga nicht so viel verfolgen, man sagt ja immer, die zweite Liga, das ist irgendwie alles so ein bisschen komisch da. Es liegt alles so eng zusammen. Du kannst 2 Spiele verlieren, dann bist du im Abstiegskampf drin, du kannst 2 gewinnen, dann redet auf einmal wieder jeder über den Aufstieg. Was macht denn diese Liga so besonders? Warum ist sie so verrückt? Erklär uns das einmal. Oder versuch's. Ich glaube, das Leistungsniveau ist sehr eng beieinander. Und
von Platz 1 bis Platz 18 sind es nicht so eine großen Gefälle wie vielleicht in der ersten Liga. Die Etats sind auch relativ vom Kaderwert sowie auch von den Etats relativ eng beieinander. Und man muss sagen, es ist oft Tagesform. Der Erste, ich weiß jetzt nicht, wie die Statistiken sind, aber wie oft der Erste gegen die drei Letzten verliert oder Punkte liegen lässt, das ist in der Bundesliga deutlich, deutlich weniger. Und man sagt immer so, okay, drei Siege und du bist oben bei der Musik dabei, also drei Siege hintereinander. Aber irgendwann, umso weniger Spiele du hast, umso unwahrscheinlicher wird es. Aber ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen, dass jetzt jede Mannschaft vor diesem Spieltag aufsteigen hätte können oder absteigen können. Ich habe die auch gesehen. Und das ist krass. So, das, ist also, verrückt. Das ist verrückt und macht, glaube ich, die zweite Liga auch total attraktiv. Dein Ziel wird ja trotzdem wahrscheinlich die erste Liga sein. Du hast jetzt trotzdem in einer Situation ja deinen Vertrag verlängert, wo man jetzt nicht mit erster Liga planen kann. Warum hast du dich trotz dieser Ungewissheit deiner persönlichen sportlichen Zukunft dann am Ende für die Hertha entschieden? Ist ja auch ein langer Vertrag. Weil ich dran glaube. Weil ich dran glaube, dass wir schnellstmöglich in die Bundesliga aufsteigen könnten. Dass ich nichts lieber machen würde, als mit Hertha sehr schnell Bundesliga spielen würde. Und weil es in dem Moment einfach aus vollster Überzeugung getan wurde und als Zeichen fürs Team, pass auf, ich glaube an den Weg, ich glaube an unseren Traum und wir haben jetzt noch Summe X an Spiele und wir wollen hochgehen. Und zur Not dann im nächsten Jahr? Ja, also ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Ich glaube, jeder kennt das Geschäft. Auf der einen Seite habe ich 4,5 Jahre unterschrieben. Ich kann vielleicht auch noch 10 Jahre hier spielen. Vielleicht beende ich meine Karriere. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich weiß, was in 2 Jahren ist. Ich weiß, was in einem Jahr ist. So, es kann sein, da kommen andere handelnde Personen und sagen, ja, du, hier ist die Reise beendet. Es kann sein, dass so viele Möglichkeiten es einfach gibt, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt nichts versprechen, ich möchte aber auch nichts verneinen. Deswegen, ich bin froh, ich habe aus vollster Überzeugung hier langfristig verlängert. Und ich bin auch der vollsten Überzeugung, dass wir hier zeitnah Bundesliga spielen können. Jetzt ist euer Präsident der Hertha ein sehr trauriges Thema. Vollkommen überraschend in dieser Saison gestorben. Von außen hatte man trotzdem aber den Eindruck, dass der Mythos Kai Bernstein weiterlebt und euch auch einfach irgendwo so ein bisschen als Verein zusammengeschweißt hat. Wenn du drüber reden möchtest, logischerweise. Erklär uns ein bisschen, was die Person Kai Bernstein für Hertha und auch für den Fußball war. Die Anteilnahme war ja riesig, auch in ganz Deutschland. Ja, also ich sitze hier, kriege immer Gänsehaut. Ich finde, das Thema ist ein sehr schweres Thema, weil die richtigen Worte hier in einem Interview zu finden über eine Person wie Kai Bernstein, ich glaube, man muss differenzieren, wie man mit ihm zusammengearbeitet, zusammengelebt oder Kontakt hatte. Ich hatte das große Glück, dass ich seit Tag 1 hier bei der Hertha große Rückendeckung von ihm bekommen habe. Wir im sehr engen Austausch waren und uns gegenseitig extrem geschätzt haben. Und ja, für mich ist es ein unglaublicher Mensch gewesen. Und man sagt immer, die Besten gehen am frühesten. So, in dem Fall ist es, glaube ich, so. Und hat uns, glaube ich, ja, eine Aufgabe und ein Vermächtnis und einen Weg aufgezeigt, wo Fußball-Deutschland, glaube ich, ja noch etliche Schritte zu gehen hat. Aber die Machbarkeit hat er dargestellt. Und ja, ich glaube, die Anteilnahme hat gezeigt, dass dieser Weg, glaube ich, von extrem vielen Menschen honoriert wurde. Schwierig, nach so einem emotionalen Thema dann nochmal die Kurve zum Sportlichen zu bekommen. Trotzdem sehr, sehr schöne Worte von dir und man merkt, dass ihr als Verein, als Fans und auch als Spieler diesen Weg weitertragen wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei. War wirklich ein sehr, sehr bewegendes Thema. Also muss ich auch persönlich sagen, als Fan, der jetzt mit der Hertha gar nicht wirklich viel zu tun hat, das ging schon irgendwie sehr unter die Haut. Also war auf jeden Fall ein sehr besonderer Mensch. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, dass ihr seinen Weg weitergehen könnt. Dein Weg geht ja sowieso auch immer weiter. Du bist jemand, der auch über die Jahre jetzt immer mehr outgoing wurde, kann man das sagen. Also der sich auch der Öffentlichkeit anders präsentiert. Du bist da ja so ein sehr offensiver Mensch, kann man sagen. Stehst für verrückte Styles, dass auch mal die Fingernägel lackiert werden und
das kommt ja auch nicht immer positiv an. Wie gehst du damit um, dass du auch so extrovertiert dich präsentierst? Ja, verrückt, offensiv, so, es sind, glaube ich, Schlagwörter, so, die sehr oder wertend sein könnten. Ich glaube einfach, dass ich durch die Entwicklung meiner Persönlichkeit und meinen Charaktereigenschaften einfach zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das, was mich auszeichnet, worauf ich Lust habe und was, ja, wofür ich einstehen möchte. Und das ist weder für irgendeine Verrücktheit oder super extravagant, sondern einfach total individuell, wer bin ich, der Mensch Fabian Rehse. Und das habe ich immer mehr über die Jahre gemerkt, okay, umso mehr ich diese Maske abnehme und sage, okay, ich muss nicht in irgendwelche Schemen, in irgendwelche, ja, Anzüge passen, sondern ich bin, der ich bin, und ich versuche das authentisch rüberzubringen. Und es gibt Menschen, völlig in Ordnung auch, die sagen, oh, ist nicht meins, Nagellack, Fukuhila, keine Ahnung, irgendwas, da haben wir auch oft genug überall drüber geredet, ist nicht meins, ist völlig in Ordnung. Ich glaube, wenn wir respektvoll damit sind und immer über der Gürtellinie bleiben und sagen, okay, ist nicht meins, aber guter Kicker, schlechter Kicker, keine Ahnung, ist das völlig legitim und ist auch nicht der Letzte, der irgendwie sagt, okay, finde ich schwierig. Ich glaube, wir sollten nur weniger urteilen und vor allem respektlos sein. Und das ist klar so, dass man da auch mal negative Kommentare erlebt und Momente erlebt. Aber ich konzentriere mich auf die Menschen, die sagen, Hut ab, du hast mir Kraft gegeben. Du hast mir einen Weg aufgezeigt, du hast mir eine neue Art zu denken geschaffen. Du bist ein Vorbild, und das ist für mich, sind alles sehr große Worte. Und dafür mache ich es. Da draußen den Leuten Mut zu geben, da draußen den Leuten zu zeigen, okay, der macht einer was, wie er es für richtig hält. Und ich fühle mich dadurch gestärkt, auch meinen Weg zu gehen. Wie kam das bei dir? Bist du, sagst du einfach, okay, ich bin älter geworden und habe mich einfach persönlich ein bisschen weiterentwickelt? Oder gab es da irgendwie so einen besonderen Moment oder eine Verkettung von Umständen, die dafür gesorgt hat, dass du da gesagt hast, okay, jetzt möchte ich vielleicht die Maske, wie du sie gerade beschrieben hast, ein bisschen ablegen? Ja, ich glaube, es ist so, dass man im Fußball relativ früh in eine Männerkabine kommt. Man ist 17, 18 und kommt auf einmal mit Ende 20, 30-jährigen Männern zusammen und ist eigentlich noch gar nicht bereit für diesen ganzen Profi-Zyklus, für diese Bubble, und orientiert sich an denen, die vielleicht gerade auf deiner Position spielen, die vielleicht viel zu sagen haben, und adaptiert einfach das, was vorgegeben wird. Und das ist doch relativ häufig vielleicht ein Schema F, Einheitsbrei, und aber weniger das, was einen selber auszeichnet. Und ich glaube, dass wir, wenn wir es hinkriegen, dass die Spieler, die gestanden sind, sie selbst sind, wie auch immer das aussehen mag, überhaupt nicht wertend gesehen, dass dann diese jungen Spieler, die neu dazukommen, sagen, okay, die machen ihr Ding, die stehen für das ein, was sie ausmacht, und ich mache es auch. Und dann haben wir auf einmal, glaube ich, auch deutlich mehr Offenheit, Vielfalt in einer Fußballgeneration und in der Gesellschaft. Und das, glaube ich, kommt aber über die Jahre, wenn man sich nicht nur über den Fußball definiert, sondern ein bisschen links und rechts schaut, an sich arbeitet und trotzdem auch offen für Neues ist. Und man hat so zumindest das Gefühl bei dir, dass dieser Wandel auch einhergehend ist, so ein bisschen mit deinem sportlichen Aufstieg. Kann man das vielleicht sagen? Weil du warst ja damals ein Jugendspieler bei Schalke, hast früh dein Debüt gegeben, glaube ich sogar gegen Bayern München. Ja, genau. Steht zumindest hier auf meinem Zettel. Ja. Gegen Gaziola und die Bayern. Oh. Ja. Kann man auch mal ein Debüt mit geben. 17, das war ein unglaublich schöner Moment auf jeden Fall. Was ich dich fragen wollte, wie gehst denn du persönlich damit um? Du hast dein Debüt auf Schalke gegeben, richtig durchsetzen konntest du dich nicht, also du hast wahrscheinlich nicht die Spielzeit bekommen, die du damals kriegen wolltest, hast dann Leihstationen gehabt, bei Kiel wurde es dann besser, und jetzt 2024, Fabian Rehse verlängert bei Hertha, nachdem du 7 Monate vorher unterschrieben hast, und die ganze Stadt ist aus dem Häuschen. Wie geht man dann mit so einem Aufstieg, mit diesem Personenkult, der ja bei dir definitiv vorhanden ist, wie geht man damit um? So von diesem, ja, es ist normaler, guter Zweitligaspieler zu, ey, da wollen Leute unbedingt, dass ich hier verlängere. Ich bin irgendwie ein Idol für eine ganze Stadt. Wie kam das bei dir und wie gehst du vor allem damit um, vielleicht auch selber nicht abzuheben? Ja, ich glaube, es ist erstmal pure Dankbarkeit für den Moment, wo ich gerade bin.
trotzdem auch weiterhin große Ziele, um sich weiterzuentwickeln. Aber um an den heutigen Punkt zu kommen, um das erreicht zu haben, wo ich heute stehe, habe ich auch, wie eben gesagt und wie du schon gesagt hast, etliche Stationen erlebt, musste viel arbeiten. Ich wurde nicht mit Talent überschüttet, sondern musste mir die Erfolge hart erarbeiten. Und deshalb bin ich heute, glaube ich, an dem Punkt, wo ich das sehr gut einordnen kann, dass es alles Stück für Stück ging und das ist jetzt nicht kometenhaft nach oben war und geschossen ist und dann auf einmal runtergefallen ist, sondern dass ich durch sehr viel Fleiß und sehr viel akribisches Arbeiten und Leidenschaft mich dahin gearbeitet habe. Um dann sowas zu erreichen in Berlin oder beziehungsweise zu erleben vielmehr, ja, da ist, glaube ich, auch manchmal ein gewisses Glück, Timing dabei. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass die Menschen mich so nehmen, wie ich bin und so wertschätzen, wie ich bin und jeden Tag ich der sein darf, der ich bin. Dafür bin ich sehr dankbar und das versuche ich mit guten Leistungen auf und neben dem Platz wieder zurückzugeben. Wie kam es eigentlich spielerisch bei dir dazu? Du bist ja bei Schalke zu den Profis gestoßen, dann schon eher als Stürmer, jetzt nicht der klassische Neuner, aber Zentrumsstürmer und bist ja dann im Verlauf deiner Karriere immer weiter nach außen gegangen. Jetzt würde ich sagen, so ein klassischer Linksaußen, hast du auch gestern eindrucksvoll beweisen dürfen. Wie kam das? Hast du einfach deine Spielweise so ein bisschen dem angepasst, was dann vielleicht in dem Moment ein Trainer brauchte? Oder wie war das bei dir? Ja, ohne Frage. Ich glaube, ich wurde zum Stürmer gemacht von Norbert Elgert in der U19. Hat Norbert Elgert sich vielleicht mal geirrt? Nee, also ich glaube, die Statistiken, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube, ich hatte in der zweiten U19-Saison 40 Scorerpunkte. Ist okay. Das war ordentlich. und habe dann meine ersten Spiele auch im Sturm gemacht. Im Endeffekt wird man da aufgestellt, wo der Trainer einen braucht. Und so war immer mein Motto, okay, Hauptsache, ich gehe auch in die Innenverteidigung, Außenverteidiger, keine Ahnung, stell mich auf, ich gebe mein Bestes. Und dann ist es meistens ja so, dass du dich nochmal entwickelst, dass du merkst, okay, was sind deine Stärken, wo sieht der Trainer dich und auf einmal spielst du vielleicht außen lieber. Und dann habe ich gemerkt, okay, mit meiner Dynamik, ich habe lieber das Spiel vor mir als mit dem Rücken zum Tor. Das hast du außen eher. Du kannst mit links flanken und mit rechts schießen. Das passt auch für links außen. Deswegen ist es, glaube ich, so gekommen. Das ist meistens, glaube ich, eine Entwicklung über Jahre. Bist du eigentlich so ein Mensch, das habe ich bei einigen Fußballprofis schon gehört, die sich so ein bisschen heimatlos auch fühlen, weil die da mal eine lange Zeit gespielt haben. Das fühlt sich so ein bisschen nach Heimat an. Dann gibt es die Station, wo man irgendwie die ersten Schritte als Fußballer gemacht hat. Also bei dir am prägnantesten würde ich ja jetzt mal sagen Berlin, dann Schalke, weil es da zum Profi geworden ist. Kiel auch Jugendzeit und dann da eine erfolgreiche Zeit gehabt. Was ist denn für dich Heimat eigentlich? Ja, Heimat bleibt immer Kiel, weil ich da aufgewachsen bin, meine Familie da lebt, meine Großeltern da leben, also von daher, und ich da meine ersten 14 Jahre meines Lebens leben durfte, dann viele Stationen gehabt und dann würde ich sagen, mein Zuhause ist da, wo ich mit meiner Freundin lebe und das ist jetzt gerade Berlin und mein Zuhause ist jetzt Berlin. Und man sagt ja irgendwie, home is where your heart is. Und deswegen ist jetzt gerade mein Zuhause Berlin. Nur nach Hause geht's also, nach Berlin. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Fabi, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das tolle Interview. Und ich hoffe, wir machen jetzt noch eine ganz gute Show. So sieht's aus. Danke auch.